Willkommen zu einer weiteren Folge Juice 2 hin. Wir haben das Aufstiegsevent freigeschaltet in letzter Folge. Wir könnten noch etliche Rennen fahren. Hier hinten zum Beispiel. Aber hierfür müssten wir erstmal ein neues Auto, glaube ich, haben. Das könnten wir noch ohne Probleme fahren. Das noch. Jenes noch. Die Drift-Events noch. Vielleicht nochmal ein Fahrzeugbrief. Aber wir haben das Team Ausdauerrennen zur Verfügung. Nitros Maximum, das heißt 22 Kilometer, 6 Fahrer. Und wir haben 3 Autos. Ich nehme diesmal wieder die Supra. Und wir nehmen beide Fahrer mit. Ich nehme die Supra aus dem Grund, weil mein eines Teammitglied mit der Supra nicht klarkommt. Das haben wir bei dem einen Rennen gesehen. Es ging gerade so eben gut. Dafür kommt er mit dem Skyline sehr gut klar und fährt mir vorne weg. Es wird Zeit, es auf Nitrous Maximus mal richtig abzufackeln. So. Deswegen, ich Supra, er Skyline und Tara, oder die letzte halt, die Corvette. Einen Platz rauf geht's für Wagen 3. Nachteil an der ganzen Sache ist halt, seinen Reifenabverkauf. Ja. Lass ihn mal Nitro benutzen. Bremsen. Seht euch Wagen 1 an. Er fackelt mit seinen Nitros förmlich die Strecke ab. Wir sind leider immer noch Teamposition 2. Das hat Wagen 2 wohl in einen Schrotthaufen verwandelt. Da hatte ich die Kurve ein bisschen zu eng genommen. So, das darf mir nicht passieren in der letzten Runde. Erfüllt hier die Erwartungen. Das ist eine persönliche Bestzeit. Dank Wagen 1 liegen nun lose Reifen auf der ganzen Strecke. Versaut. Schön, wenn man weiß, wo der Wagen ins Rutschen kommt. Neue schnellste Runde für Wagen 2. Wagen 6 macht mit einer neuen persönlichen Rundenbestzeit riesen Fortschritte. Autoteile liegen überall auf der Strecke. Heute gehen die Fahrer auf Tuchfühlung. Am Metall verbiegen. Wagen 3 hat gerade die Wand geküsst. Bisschen Nitro raus. Was war das denn jetzt? Ah, falsche Taste. Nee, hallo. Raus da. Weiter. Wagen 2 ist auf dieser Strecke zu Hause. Eine persönliche Bestzeit. Ich wollte eigentlich meinen Jungs da vorne
Wagen 6 oder hinten sagen, die sollen ein bisschen schneller fahren. Da bin ich auf die falsche Taste gekommen. Wagen 2 knallt mit hohem Tempo vor die Wand. Oh mein Gott, wie abgefahren. Irgendwie kommen die Beine da hinten nicht aus dem Quark. Wagen 2 hatte einen Unfall mit der Wand. Das müssen wir uns für das Best-of aufheben. Zusammengestoßen. Ah, Mist. Die Investition in Nitros zahlt sich aus für Wagen 3. Neue schnellste Runde für Wagen 3. Irgendwie kommen meine Teamkollegen nicht hinterher. Das ist die letzte Runde. Na gut, fahren wir die Runde zu Ende. Ja, geht doch. Gut, gucken wir als erstes Platz 1 hat Tyrone. Gut, wir müssen neu starten. Meine Jungs haben mal kurzerhand das Rennen versaut. Wagen 4 ist auf die Felgen nach hinten. Versuch jetzt mal Tyrone ein bisschen nervös zu machen. Wagen 1 verliert die Nerven. Du Penner! Oh, das muss wehtun. Wagen 1 ist gerade mit der Wand zusammengestoßen. Seht euch Wagen 1 an. Er fackelt mit seinen Nitros förmlich die Strecke ab. Wagen 1 ist auf dem Vormarsch. Gut. Ups, ich glaube, Wagen 1 wollte diese Reifenwand eigentlich nicht rammen. Jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, nachdem ich Tyrone ein bisschen ausgeschaltet habe. Die Investition in Nitros zahlt sich aus für Wagen 3. Seht euch die Drift-Technik von Wagen 2 an. Ah, Mist. Ein schrecklicher Aufprall an der Wand von Wagen 1. Ich glaube, der ist raus. Wagen 1 hat die Führung übernommen. Wagen 1 hat die Führung übernommen? Hä? Was? Wie? Wieso bin ich auf Platz 2? Wann hat der denn die Führung übernommen, bitteschön? So, jetzt möchte ich gerne mal wissen, wieso ich noch Platz 2 bin. Wagen 2 hat gerade eine Reifenwand gerammt. Hindernisse verteilen sich auf der gesamten Strecke. Gut, sollte man das jetzt diesmal wieder versaut kriegen. Irgendwie ist der PC der Meinung, oder das Spiel der Meinung, ich bin auf Platz 2.
Ich wüsste nicht, dass ich einen noch vor mir habe. Perron habe ich ausgeschaltet. Und ich wurde seitdem nicht überholt. Zumindest optisch nicht. Neue schnellste Runde für Wagen 2. Wagen 2 hatte einen Unfall mit der Wand. Das müssen wir uns für das Best-of aufheben. Lohnt nicht. Wagen 6 drückt auf den magischen Knopf. Cool, machen wir es ein bisschen anders. Lass mich mal kurz überholen. Irgendwas passt hier mit gewaltig mit dem Spiel nicht. Gut, das Rennen fahren wir hier noch zu Ende. Dann beende ich die Aufnahme komplett. Ich glaube, das Spiel braucht mal einen Neustart. Schade, dass das Team, dass dieses Teamrennen jetzt hier verbuggt ist. Wagen 2 setzt Nitro ein und fährt am Limit. Wagen 3 ist in eine Reifenwand geknallt. Passt auf, Leute! Ich glaube, ich habe gerade meine Frontstoßstange verloren. Mit hoher Geschwindigkeit vor die Wand. Unglaublich. Wagen 5 gibt Vollgas und holt einen Platz auf. Na gut, beenden wir das Rennen auf die Schnelle. Ja, gewonnen! Er sagt mir gerade, ich habe gewonnen. Obwohl er sagt, die ganze Zeit, ich bin auf Platz 2. Haben wir es doch geschafft. Also irgendwie war das gerade ein bisschen verbuggt, das Ganze. Gut. Hat trotzdem geklappt, sehr schön. Obwohl die Anzeige falsch war. Erst Platz 270.000. Das Ausdauerrennen gewonnen. Wunderbar. Das reicht für diese Aufnahme. Ich glaube, es reicht auch für das Spiel erstmal. 2,5 Stunden Aufnahme. An einem Stück. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich die nächsten 2 Ligen, die jetzt noch kommen, auch nochmal in 5 Stunden insgesamt. Aufgestiegen. Auto aufrüsten und so weiter. Das machen wir erst alles in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß.
Wir sehen uns halt erst in der nächsten Folge wieder mit dem Aufrüsten der Autos. Bis dahin halt viel Spaß und tschüss.